Guten Morgen, Rasenfreaks. So, ein Wind heute. Ein unglaublicher Wind heute. Erstmal ein schneller Shot hier auf den Rasen. Ja, die Würmer sind am Buddeln. Der Rasen wächst. Dieser Busch hier, der blüht immer so im Winter, im Frühjahr mit diesen herrlichen kleinen, zart rosafarbenen Blüten. Und der duftet so wunderbar. Also ein ganz tolles Ding. Ein ganz wunderhübsches Teil. Ich muss meine Frau noch mal fragen, wie das heißt. Herrlich. Dieser Geruch, ich liebe sowas. Wunderbar. Was mich an dem Rasen noch echt stört, der hat überall noch so ganz gelbe Helmchen. Kann man das sehen? Das Gras hat so eine gelbe Stelle. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich nur fehlender Dünger. Ich habe immer noch keinen Dünger. Aber was soll's. Jetzt geht's erstmal in die Werkstatt, um die Radmotoren beim Toro auszubauen. Yes! Yeah! Yeah! Zurück in der Garage! Dann machen wir mal die Schläuche ab. Das fehlt jetzt noch, dass ich wieder nicht den passenden Schlüssel habe. Nein, nein. Wieso hat man nie das richtige Werkzeug? Ich muss ja das dazwischen legen, weil ich einfach die scheinen auch bombenfest zu sein, ey. Ja. Der ist ein bisschen breiter. Hammer. Was ich auch anfasse, oh, geht. Geht. Ha. Bin mal gespannt, was da jetzt rausläuft. Ey. Da bin ich echt mal gespannt. Hydrauliköl. Da. Da. Ja, das kann mal gewechselt werden. Das ist sowieso nicht schlecht, diesen Motor auszubauen, weil da unten drumherum alles verrostet ist. Dann machen wir das einmal richtig. Dann kann ich gleich die ganze Maschine vorne lackieren.
So, gut. Da fließt das Öl. So, sehr schön. Sehr gut. Dann werden wir jetzt gleich vorne was reinstopfen. So, damit was reinfällt. Okay. Ich bin ja gespannt. Ich bin ja mal gespannt. So, das war schon mal nicht schlecht. Und jetzt muss ich hier diese ganzen Schrauben rausziehen. Ey. Ein Wind heute. So, jetzt gucken wir mal, ob sich irgendwas bewegt. Scheiße. Nee, ne? Drei sind locker. Ja! Ja! Minas! Ja! Oh! 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 Oh nein, oh nein, oh nein, ey! Ist das der Horror? Horror! Der absolute Wahnsinn! Mit Hammerschlägen, mit dem Kuhfuß habe ich die. Ich habe schon wieder gedacht, ich schaffe das nicht. Ich habe schon echt gedacht, es geht einfach nicht. Ey, guckt euch mal diese Kiste hier an. Oh! Der Hammer. Und das Ding ist bleischwer. Die andere Seite auch noch raus. Ich hoffe, die ist nicht genauso schlimm. Und dann bringen wir die Dinger zum Händler. Mann, oh Mann, ey. Ich meine, dann kann ich jetzt auch gleich nochmal schön alles schön nachlackieren. Das brauchst du nie wieder zu machen. Das ist dann einmal saniert. Einmal komplett durchsaniert. Für meine Verhältnisse reicht das Ding wahrscheinlich für die nächsten 20 Jahre. Machen wir jetzt die Schläuche ab. Funktioniert. Da läuft das Öl. Oh. Aber er kommt. Oh. Mann, ey. Ich bin mal gespannt, ob der das jetzt abkriegt.
Ja, vielleicht noch ein paar kurze Sätze zu meinem letzten Video. Mein Video ist ja doch ziemlich schnell und abrupt zu Ende gewesen. Das hatte einen Grund. Ich war nervlich völlig am Ende. Ich habe zu meiner Frau dann gesagt, jetzt machst du bitte die Kamera aus. Weil ich war so gefrustet, dass ich diese Radnarbe nicht abkriege. Ja, es geht jetzt weiter mit dem Thema Spindelmäher wieder aufbauen. Wir haben ja einmal den John Deere. Da habe ich ja vor ewigen Zeiten gefühlt meine Spindel auseinandergeschraubt. Das könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. Und jetzt sind fast alle Teile wieder da. Ich werde heute anfangen, die Spindeln zusammenzubauen. Die erste wichtige Aufgabe ist, das Untermesser vom Untermesserbalken oder von der Messeraufnahme zu befreien. Und da sehe ich ja schon die nächste Herausforderung auf mich zukommen. Ja, mal gucken, was draus wird. Ihr seid auf jeden Fall wieder dabei. Schön, dass ihr zuschaut. Bleibt dran, bis gleich.